Ich fange an mit einem Zitat. Ihr werdet euch wundern, dass das von mir kommt. Das findet ihr in der Bibel. Die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel ihre Nester. Der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Es ist bald ein Jahr vergangen, seit die Gruppe der Lampedusa-Flüchtlinge hier in Hamburg eingetroffen ist. An der Position, das wisst ihr, des Hamburger Senats und des Hamburger Bürgermeisters Scholz hat sich seitdem nur wenig verändert. Ihnen geht es nach wie vor nur darum, die Flüchtlinge in Einzelverfahren zu zwingen, um den Kriterien, nicht zuletzt des Arbeitsmarktes, um sie danach auswählen zu können. Die Frage für Sie da oben ist, wer ist verwendbar, wer nicht? Wer darf bleiben, wer wird abgeschoben? Dagegen steht die Forderung auf Anerkennung der Flüchtlingsgruppe in ihrer Gesamtheit als einzige Möglichkeit der Selektion in Brauchbare und Unbrauchbare zu entkommen. Überflüssige Menschen, hat Maxim Gorki, der große russische Schriftsteller, die für das Kapital nicht mehr verwertbar, die für das Kapital nicht mehr verwertbaren Menschen genannt. Und noch etwas, das ist sehr wichtig. Am 1. April endet die Unterbringung der Geflüchteten in ihren Winterquartieren. Was ist danach? Die Vereinzelung der Gruppe wird dann unabwendbar, selbst wenn einigen durch private Initiativen Unterkunft gewährt wird. Und hier, denke ich, sind wir gefordert. Gefordert sind auch die, die heute nicht bei uns sind. Wir müssen sie wieder ins Boot holen. Nicht ins Boot von Lampedusa, sondern in unser gemeinsames Boot, in den gemeinsamen Widerstand. Wir müssen zugeben, dass auch von unserer Seite Fehler gemacht wurden. Die Folge, viele haben sich zurückgezogen aus dem gewerkschaftlichen Bereich, dem kirchlichen Bereich, auch von der zornigen SPD-Basis. Unsere Aufgabe, denke ich, muss darin bestehen, dass es weder um Schuldzuweisungen geht, noch um Rechthaberei. Es geht einzig und allein und um nichts anderes, um das Schicksal der Flüchtlinge. Dahinter haben alle anderen partikularen Interessen, denke ich, zurückzustehen. Dazu ein Zitat von Bertolt Brecht. Wie immer sie euch mitspielen, geht keinen euresgleichen auf. Der Bauer, der seinen steinigen Acker gepflügt hat, mag euch misstrauen wie einem Viehhändler und euch aus seiner Tür jagen. Wer ein Pferd zu wenig hat, hat Ohren zu hören. Geht keinen euresgleichen auf. Der Arbeiter, der die Maschine geölt hat, die ihm nicht gehört, mag euch verraten, viermal, dann vertraut ihm das fünfte Mal. Setzt nichts aufs Spiel, setzt ihn in die Rechnung ein, gebt keinen euresgleichen auf. Der Soldat, dem der Sieg nichts nützt, mag seine Oberen fürchten und euch an das Rad des Geschützes binden, dennoch ist er euer Helfer an dem bestimmten Tag, wo ihr ihm die Augen geöffnet habt. Gebt keinen euresgleichen auf. Eurem Feind folgen sie, wenn sie blind sind. Aber euch folgen sie, wenn sie sehen. Gebt keinen euresgleichen auf. Soweit der Prozess. Aber ich möchte euch vorlesen etwas, was bisher auch von der linken Presse überlesen worden ist. Nämlich aus dem apostolischen Rundschreiben des heiligen Papstes Franziskus. Und da sagt er, die Migranten stellen für mich eine besondere Herausforderung dar, weil ich Hirte
einer Kirche ohne Grenzen bin, die sich als Mutter aller fühlt. Darum rufe ich die Länder zu einer großherzigen Öffnung auf, die anstatt die Zerstörung der eigenen Identität zu befürchten, fähig ist, neue kulturelle Synthesen zu schaffen. Wie schön sind die Städte, die das krankhafte Misstrauen überwinden, die anderen mit ihrer Verschwiegenheit eingliedern und aus dieser Integration einen Entwicklungsfaktor machen. Ich würde mir wünschen, dass man den Ruf Gottes hörte, der uns alle fragt, wo ist dein Bruder? Wo ist dein Bruder, der Sklave? Wo ist der, den du jeden Tag umbringst in deiner kleinen illegalen Fabrik, im Netz der Prostitution, in den Kindern, die du zum Betteln gebrauchst, in dem, der heimlich arbeiten muss, weil er nicht legalisiert ist? Tun wir nicht, als sei alles in Ordnung. Es gibt viele Arten von Mittäterschaft. Die Frage geht alle an. Die Hände vieler, und das sage ich im Hinblick aufs Rathaus, zitiere hier den Papst, die Hände vieler triefen von Blut aufgrund einer bequemen, schweigenden Komplizenschaft. Wir dürfen nicht mehr, das sind seine letzten Worte zu der Flüchtlingsfrage, wir dürfen nicht mehr auf die blinden Kräfte und die unsichtbare Hand des Marktes vertrauen. Ich bitte Gott, dass die Zahl der Politiker zunimmt, die fähig sind, in einen echten Dialog einzusteigen, der sich wirksam darauf ausrichtet, die tiefen Wurzeln und nicht den äußeren Anschein der Übel unserer Welt zu heilen. Zum Schluss. Gebt mir noch eine Minute. Den Regierenden, auch hier in Hamburg, geht es vorrangig nicht um das Schicksal der 300 aus Lampedusa hierher Geflüchteten. Sie könnten sie problemlos aufnehmen. Warum sagen sie nein? Der eine Grund ist, sie fürchten den Präzedenzfall. Es könnten sich zahlreiche andere auf eine solche Ausnahme berufen. Die Flüchtlingsströme aus Europa reißen nicht ab. Wenn wir nach Melilla jetzt gucken, wo wieder 16 erschossen worden sind, die versucht haben, übers Meer in die Enklave zu kommen, dann wissen wir, was läuft. Der andere Grund, es geht, Senat und Bürgermeister, um die Sicherung bestehender Machtverhältnisse. 2001 wurde die Hamburger SPD von einer CDU geführten Regierung im Bündnis mit FDP und der Rechtsaußen-Schildpartei rechtsstaatliche Offensive abgelöst, weil sie angeblich in rechtlichen und sozialen Fragen auch im Hinblick auf Zuwanderung und Flüchtlinge zu inkonsequent sei. Diesen Fehler versucht die SPD heute unter überhaupt nicht vergleichbaren Verhältnissen zu vermeiden. Und hier, denke ich, müssen wir ansetzen. Die Zahl der Notleidenden nimmt zu, auch bei uns hierzulande und auch in dieser Stadt. Und damit nimmt zu das Verständnis von immer größer werdenden Teilen der Bevölkerung für das Leiden derer, die bei uns Zuflucht suchen. Lasst uns mobilisieren für weitere Proteste. Lasst uns den Regierenden klar machen, dass sich die politischen Kräfteverhältnisse weiter zu ihrem Nachteil verändern, wenn sie ihre Entscheidung nicht überprüfen und in Verhandlungen mit den Flüchtlingen eintreten. They are here to stay. Bertolt Brecht 1931 und damit Schluss. Was für eine Kälte muss über diese Leute gekommen sein? Wer schlägt da so auf sie ein, dass sie so durch und durch erkalten? So helft ihnen doch und tut es in Bällen. Sonst passiert euch etwas, was ihr nicht für möglich haltet. Das ist 1933 geschehen, mit der Folge von Nazi-Herrschaft und Zweiten Weltkrieg. Es kommt auf uns an, Ähnliches heute zu verhindern. Ich danke euch.